Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ich weiß nicht, ob ihr das als erstes seht oder ob ihr den anderen Kalender danach seht oder schon davor gesehen habt. Wie auch immer, ich habe es damals schon gesagt, es ist sehr, sehr früh für Adventskalender, aber wenn nicht jetzt, ist alles weg. Deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und einen Adventskalender für sage und schreibe 59,99 Euro von Nix gekauft. Und der ist soeben angekommen. Und das hier ist einmal das Schätzchen. Er ist riesengroß, er ist extrem schwer und ich bin echt gespannt, was da drin ist. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich nicht hinten drauf schaue, was da drin ist, weil ich finde, also erstmal, ich nehme euch ja schon so ein bisschen die Freude am Kalender weg, aber ich möchte, dass ihr meine echte und wahre Reaktion auf den Kalender bekommt. Und deshalb werden wir jetzt den Kalender von Nix unboxen. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran. Und es geht auch direkt los. Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen zauberhaften Tag. Ihr seid gesund, ihr seid glücklich, ihr seid satt. Ich bin es auch, glaube ich. Aber hi, what's poppin'? Ich habe echt richtig Lust auf diese Adventskalender-Videos, weil also ich kaufe mir selber keine Adventskalender mehr. Ich kaufe Danny immer einen oder bastel Danny einen und er bastelt mir einen. Aber so Beauty-Adventskalender mache ich meistens nicht, weil ich habe viel Schminke hier und alle Produkte, die ich auch in den Adventskalendern habe, die ich nicht teste, gehen direkt in eine Verlosung für euch. Also das heißt, ich zeige euch einfach die Produkte hier, sage euch, lohnt sich ein Produkt oder lohnt sich ein Kalender. Und falls ihr das tut, sage ich euch das. Und die Produkte, die ich dann da drin habe, kommen dann definitiv in Verlosungen. Ich hatte es ja schon damals gesagt, wenn wir bis Weihnachten 75.000 Abonnenten haben, dann verlose ich jeden Tag ein kleines Weihnachtspaket. Und da sind die Sachen dann drin. Freunde, ich mache einmal, ohne rauf zu gucken, diese Umverpackung weg. Und das hier ist einmal der Kalender. Er ist wirklich sehr, sehr groß. Und das Spannende ist, in diesem Kalender sind nicht nur 24 Türchen drin, sondern 31. Das heißt, ihr habt bis zum Neujahr jeden Tag die Chance, ein Produkt von Nix zu haben. Der Kalender hat 59,99 € gekostet, was schon recht teuer ist. Nix ist jetzt aber auch nicht Essence, ne? Also Nix ist eh ein bisschen teurer. Aber 60 Euro für einen Adventskalender finde ich persönlich schon eine ganz schöne Menge. Das Schöne ist, ihr könnt den hinten einmal aufklappen und ihr könnt ihn auch an die Wand hängen und an die Wand nageln. Mache ich jetzt nicht, weil der kommt dann so, die Verpackung kommt dann eh gleich weg. Beziehungsweise eigentlich könnte ich die Produkte, die hier drin sind, auch wieder hier reinmachen und euch dann verlosen. Okay, ich stelle ihn einmal hier hin. Oh mein Gott, ich lieb's. Ja, also ihr seht ihn nicht so gut, ihr seht nur einen Teil, aber so kann ich immer so ein bisschen rangehen und habe ja das nicht vor mir und vor meinem Mikrofon. Okay, ich greife einfach rein. Machen wir das jetzt hier mit, ich suche die Zahlen raus? Nee, oder? Dann nehme ich euch das so ein bisschen vorweg. Ich fange einfach mal hier oben an. Wir haben als erstes Papier, nochmal Papier und wir haben einen Worth the Hype, eine Mascara von NYX. Das ist die Worth the Hype Mascara, die ist wirklich, wirklich gut. Ist eine kleine Größe, finde ich jetzt aber nicht so schlimm, wenn nicht der ganze Kalender aus Probegrößen besteht. Ist ja auch so ein bisschen Sinn, ich spill jetzt ein bisschen Tee über die Beauty-Industrie. Ein Adventskalender ist ja dafür da, dass man meistens Produkte drin hat, die man sich vielleicht nicht kaufen würde, es dann aber doch hat und dann denkt, ach Mensch, die Probegröße war wirklich gut, ich kaufe mir jetzt die Full-Size-Größe. Oder es sind Produkte drin, die im Jahr davor vielleicht nicht abverkauft wurden, aber es zu schade ist, dass sie vielleicht wegkommen. Und das finde ich persönlich nicht schlimm, wenn man nicht merkt, dass das so ist. Also es gibt ja so manche Adventskalender, da sind dann irgendwelche Lippenstifte drin, die, weiß ich nicht, neongrün sind, die einfach offensichtlich niemand gekauft hat, weil sie einfach nicht schön sind. Okay, erstes Produkt ist gut. Dann haben wir meine Geburtstagsverpackung. Das ist die 14. Ist wieder verpackt. Ich sehe hier schon gleich meinen Altpapiercontainer am explodieren. Hier haben wir einen Eyeliner in Blau. Auch sehr, sehr spannend. Finde ich schön, die Farbe. Das ist eine Full-Size-Größe. Dann haben wir einen Lip-Liner. Okay, auch eine Full-Size-Größe. Es ist immer so ein bisschen langweilig, ne? So dieses Auspacken. Aber wenn nicht so wie sonst. Hier haben wir, okay, den, ach nee, doch nicht. Das ist ein, ich glaube, das ist auch eine Full-Size-Größe. Das ist ein Soft Matte Metallic Lip Cream. Die sind sehr, sehr gut. Ich weiß nicht jetzt Metallic, ob das so das Wahre ist, aber die sind gut. Also diese NYX Lip Creams sind wirklich, wirklich gut. Mag ich gerne. Okay. Was ist das? Das ist ein Plumping Lip
Polish. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der ist sehr, sehr metallic. Und das ist, ich glaube, Kiss. Oh, nee, ich dachte, das ist eine Weihnachtsedition. Sieht cool aus. Hätte ich mir persönlich nicht gekauft. Aber das ist ja das Schöne immer an Adventskalendern. Megaprodukte manchmal drin, die man sich selber nicht gekauft hätte. You get it. On the Rise. Hier ist nochmal eine Mascara drin. Das ist die On the Rise Mascara in einer Probegröße. Das ist schwer hier. Oh, wow. Packaging Goals. Das ist ein Slip Tease Lip Lacquer. In einer Full-Size-Größe. Ich liebe dieses Packaging. Also, das ist extrem hochwertig. Also, es ist zwar Plastik, aber durch dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sechseck. Mega. Okay, es geht weiter. Okay, die Candy Slicks. Das ist ein Lip Cream Lip Color. Ich habe die alle mal getestet. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube oder bei Instagram war. Ich mochte die persönlich nicht, weil sie zu leicht waren. Ich habe aber auch die damals falsch aufgetragen. Also das ist eher fast nur so ein Topper, finde ich. Wenn man einen Lippenstift drauf hat, aber dann noch so ein bisschen Schein und ein bisschen Glanz drüber haben möchte, sind die gut. Die Candy Slips ist gut. Und es ist eine tragbare Farbe gewesen. Also es war jetzt nicht blau, weil davon gab viele Farben der Candy Slips, wo ich gedacht habe, was mich persönlich ein bisschen stört, ist dieser ganze Müll. Ich filme euch gleich mal ab, wie es hier aussieht. Hier haben wir ein Soft Matte Metallic Lip Cream. Auch in so einem Nude-Ton. Schwer, es fühlt sich alles so schwer an, aber das ist das Papier da drin. Okay, amazing. Noch so ein Slip Tease in so einem dunklen Rot, eine richtig schöne Weihnachtsfarbe. Okay, also es sind viele Lippenprodukte da. Dann haben wir aus der NYX Lip Lingerie ein Gloss in einem Braun, auch eine schöne Farbe. Vielleicht kommt meine Palette. Noch ein Soft Metallic Lip Cream in einem dunklen Rot. Ein kleines Päckchen. Oh, ein Glitter. Das ist ein Glitzerpigment, ein loses Glitzerpigment. Coole Sache, muss man immer nur so ein bisschen vorsichtig sein, aber die losen Pigmente von NYX sind on point. Noch ein Soft Matte Metallic Liquid Lip Cream. Ein großes Päckchen. Okay, das ist aus der Bear With Me Kollektion. Das sind diese Blotting Paper. Ich liebe Blotting Paper vor allen Dingen im Sommer, wenn ich wirklich ölig bin, aber keine Möglichkeit habe nachzupudern. Das sind wie so kleine Zigarettenblättchen tatsächlich, die man sich so auf die Nase legt und dann saugen sie sich mit dem Öl voll, ohne dass euer Make-up kaputt geht. Und die sind aus der Hanfreie. Sieht gut aus. Coole Sache. Das kann man halt immer so schön mal ins Portemonnaie packen. Das ist ganz flach, ganz klein, wiegt nichts und man hat immer eine Rescue dabei. Dann haben wir wieder aus der Slip Tease Kollektion einen weiteren Nude-Ton. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das hier fast alles Lippenprodukte sind, aber stand glaube ich nicht drauf, oder? Lasst mich raten, es ist bestimmt ein Soft Metallic. Nee, ja doch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch bei Adventskalendern wichtig ist. Mir ist es wichtig, dass ich eine Diversität an Produkten habe, die ich mir zwar nicht unbedingt selber kaufen würde, aber sie trotzdem mich motivieren, neue Produkte von einer Marke kennenzulernen. Ich habe jetzt hier recht viele Lippenprodukte drin, genauso wie ein Slip Tease. Einen weiteren Candy Slick in einem Pink, das ist wirklich exakt dasselbe Pink und die Farbe war wirklich, wirklich gut. Also es war so ein bisschen durchmischt. Ich glaube, das Blau war ganz, ganz schlimm. Diese Rosé- und Nude-Töne waren aber gar nicht schlecht. Man muss sie nur so ein bisschen aufbauen. Okay, Freunde, wir haben noch ein paar Päckchen. Ein Candy Slick in Orange. Das ist aber eine spannende Farbe. Das ist so Pumpkin Spice. Das ist auch wieder aus der Slip Tease-Reihe. Ein Lip Lacquer Full Color. Das ist eine schöne Farbe tatsächlich. Das ist wirklich so ein. Komm, den tragen wir mal auf. Weil so eine Farbe habe ich auch nicht. Okay, ich liebe diese Farbe. Riecht so ein bisschen nach Menthol. Okay, geile Farbe. Das ist die Farbe Modern Soul. Okay, I stan. Den behalte ich auf jeden Fall, weil der ist fantastisch. Ich habe gerade so eine geile Look-Idee im Kopf. Wow. Okay, es geht weiter mit einem Metallic Lip-Ding in Lila. Einem weiteren Lip-Lacquer. Einem Candy Slick. Okay, ein Powderpuff Lippi, also meine neue Produktkategorie. Das sind diese Powder-to-Cream-Formulierungen in einem Lila. Ist eine spannende Farbe, so mal als Highlight. NYX Lip Lingerie in Nude. Noch so ein Powderpuff, auch in so einem Orange, könnte dem hier sehr nahe kommen. Aber nochmal, also diese Farbe ist fantastisch. Das ist so ein
Liquid Lipstick, aber in Gloss und so wunderschön. Richtig herbstlich. Das ist eine richtig herbstliche Verpackung. Eine richtig herbstliche Farbe. Wir haben einen weiteren Metallic Liquid Lipstick. This is everything. Ein Lippenöl. Okay, ist mal was anderes. Bei so vielen Lippenprodukten, die ich hier jeden Tag drauf machen kann, brauche ich definitiv ein Lippenöl. Einen weiteren Metallic Soft Matte Metallic Lip Cream in Braun. Und das letzte Päckchen. Und lasst mich raten, was es ist. Okay, Freunde, ich muss mal ganz kurz was recherchieren. Weil, wenn ich jetzt meine Review dazu abgebe, möchte ich mir zu 100% sicher sein, dass ich keinen Fehler gemacht habe. DM Adventskalender 2020 von NYX. Diamonds and Ice, 31 Türen. Wir haben für euch wieder das Projekt Countdown-Kalender auf die Beine gestellt und präsentieren euch 31 Türen voll bepackt mit NYX Professional Mega-Produkten. Ihr wollt ja, dass ich ehrlich bin? Wenn ihr die Lippenprodukte von NYX gut findet und jeden Tag im Dezember ein neues Lippenprodukt haben wollt, abgesehen von, glaube, drei oder vier verschiedenen Produkten, ist das der perfekte Kalender für euch. Die Farben sind mehr oder weniger tragbar. Die Frage ist nur, brauche ich jetzt hier 31 oder 25 verschiedene Lippenprodukte? Ich weiß es nicht. Für 60 Euro. Es ist immer so negativ und ich will halt immer, dass ich niemanden verletze, sei es weder die Marke noch euch noch irgendjemanden, der irgendwas gut findet. Aber die Frage ist, ich weiß jetzt, ich habe jetzt 60 Euro ausgegeben, ich mache 31 Leuten von euch eine Freude damit, weil ich 30, ein Produkt habe ich selber benutzt. Ich mache 30 Leuten eine Freude von euch, weil ich jedem ein Produkt schicken kann. Die Frage ist nur, wenn ich mir den jetzt gekauft hätte, hätte ich mich geärgert, wenn ich vorher nicht gewusst hätte, was drin ist. Und das habe ich jetzt in meinem Fall nicht, weil ich euch eine Review zu den Produkten geben möchte. Würde ich mir den kaufen, auch wenn ich wüsste, dass da nur fast nur Lippenprodukte drin sind? Ich glaube nicht. Die NYX-Lippenprodukte sind gut, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, ich will einfach nur im Adventskalender nicht wissen, ach Mensch, heute habe ich wieder eine neue Lippenfarbe drin. Ich möchte so ein bisschen Aufregung. Ich hätte mir vielleicht von NYX so einen Mono-Lidschatten noch gewünscht oder so. Man muss ja nicht gleich eine ganze Lidschattenpalette drin sein. Aber so ein, zwei Sachen, wo man denkt so, boah, cool. Weil ich habe so ein Blotting Paper, ich habe ein Pigment und ich habe zwei Mascaren. Cool, dass das drin war, aber da hätten bestimmt noch 10 andere Produkte mit reingekonnt. Ich weiß, es geht immer um Kosten und was lohnt sich nicht. Aber das sind jetzt keine Produkte, die. Na, ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, in welche Richtung ich möchte. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Adventskalender sagt. Vielleicht habt ihr ihn euch ja auch schon gekauft. Vielleicht ist das ja genau das. Ich sage ja nicht zu euch, Finger weg von dem Adventskalender. Das würde ich nicht machen, weil man weiß ja vorher, was drin ist, wenn man hinten rauf guckt. Ich persönlich finde, es sind viel zu viele Lippenprodukte mit drin. Ich bin aber gespannt, was euer Feedback zu diesem Kalender ist. Ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ich danke euch, dass ihr heute mit hier dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend oder einen wunderschönen guten Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.